Wann immer auch die kleine Tonfigur der Silhouette entstanden sein mag, man schrieb dem kleinen Pfeifchen aus Ton magische Kräfte zu. Die Winde Mallorcas, Gregal, Llevant, Xaloc, Migjorn, Illebeix, Ponent, Mestral und der Tramuntana waren mitunter sehr gefürchtet. Für die Menschen waren sie unkontrollierbare Naturmächte, denen sie hilflos ausgeliefert waren. Sie setzten den pfeifenden Ton der Silhouettes als eine Art Totem gegen stürmische Winde ein. Robert Graves bezeichnete die Tonfigur als magisch und beschreibt, dass es in vielen Kulturen üblich war, schadensverheißende Winde mit einem Pfeifenton zu vertreiben. Die Guten würden mit dem hellen Ton angelockt. Graves schreibt über die Ähnlichkeit der Silhouettes mit den Sirenen, Frauen mit Vogelfüßen assyrisch-babylonischen Ursprungs.